ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Ja, Carsten und ich haben auf die Uhr geschaut und wir sehen, jawohl, es ist 15 Uhr und das bedeutet natürlich, endlich ist es wieder soweit für unsere 15-15-Show. Wir sind schon richtig aufgeregt. Carsten weiß schon, was er rausgesucht hat, aber ja. Ich bin schon sehr gespannt. Bitte seien Sie immer schnell beim Bestellen, denn gerade hier für 15 Euro, wo ja alles reduziert worden ist, ist die Nachfrage extrem groß. Und ich würde sagen, wir beginnen mit was richtig tollem Dekoartikel, aber mit dem gewissen Etwas, es schlägt wieder 15. Ja, ich meine, wir sind natürlich jetzt mittendrin quasi schon fast in der dunklen Jahreszeit. In zwei Wochen wird es noch schlimmer, da wird die Uhr wieder auf Winterzeit umgestellt. Oh, yeah, yeah, yeah. Und da denke ich ja mit Grauen dran. Hast du morgens mal eine halbe Stunde mal ein bisschen mehr Licht, aber das ist nach einer Woche dann auch schon wieder passé. Dafür gehst du aber hier um 5 Uhr oder was im Stockfinstern raus. Darf ich nicht drüber nachdenken. Aber das Schöne ist, jetzt fängt die gemütliche Zeit zu Hause an. Jetzt kommt man zu Hause an und da möchte man doch bitte, wenn man es gemütlich hat, nicht das große Deckenlicht anmachen. Ja, also da machst du keinen Scheinwerfer an, da möchtest du hier und da einfach mal so ein paar schöne Lichtakzente setzen. Und genau deswegen habe ich mich speziell in dieser Sendung genau mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Und da gibt es natürlich Standardmodelle, ich sag mal so eine typische Eckleuchte mit einem Stecken in der Mitte und so einem Lampenschirm obendrauf. Jo, haben wir schon seit 100 Jahren langweilig in allen möglichen Varianten gesehen. Ja. Das hier geht mehr so in den Bereich Retro hinein, mehr so ein bisschen ins Antike schon fast. Und deswegen gefällt mir diese Lampe so gut. Sie ist außergewöhnlich, finde ich. Sie ist eine, so ein bisschen so im Stil einer Grubenlampe, eine Sturmlampe, so wird es genannt. Ja, und früher hat man das Ganze dann also mit irgendeinem Brennmittel betrieben, mit einem Öl oder etwas Ähnlichem. Das brauchen Sie natürlich bei dieser modernen Variante nicht. Sie haben eine ganz klassische LED-Beleuchtung mit drin. Und das ist ganz peppig gemacht. Sie sehen unten die LED-Beleuchtung und oben ist noch mal so ein kleines Dreieck, wie so eine Art Spiegel. Und wenn Sie jetzt hier die Helligkeit, die man jederzeit verstellen kann, auf die gewünschte Helligkeit dann eben ein bisschen heller drehen, sieht das wirklich so aus, als wenn quasi in dieser Sturmlampe noch mal ein echtes Feuer lodern würde. Übrigens auch von der Farbe. Ich finde die Farbe des Leuchtmittels oder die Farbe der Beleuchtung an sich, ein schönes, gemütliches Warmweiß, passt perfekt zur Optik dieser Lampe. Ihr wisst, wir haben die in verschiedenen Varianten. Mhm. Auch mal in Silber haben wir die und so weiter. Aber gerade diese finde ich so schön, weil sie so ein bisschen in Richtung Bronze geht. Mhm. Ja, und das nicht flammneu, wie gerade eben erst vom Band gelaufen oder sowas, sondern so ein bisschen auf alt gemacht, so ein bisschen Vintage-Style. Retro, das ist jetzt im Trend auch. Ja, absolut. Retro-Stil. Absolut. Und natürlich, mir gefällt das, wir müssen das nicht nachfühlen mit diesem, was normalerweise machst du drin? So ein Lampenöl war das. Petroleum, ja, oder? Petroleum und so weiter. Ja. Das riecht nicht so gut, das ist auch nicht so sicher, kannst du die vergessen oder wenn die umkippt oder so. Mhm. Aber hier, das ist Sicherheit und Schönheit. Ja. Und Gemütlichkeit natürlich. Ja. Die wollen wir alle, diese Gemütlichkeit, denn jetzt ist es wirklich extrem früh dunkel und bald wird es eben noch mal schlimmer. Es ist irgendwie nass draußen, es ist kalt, aber hiermit bekommen sie eben Gemütlichkeit und ich finde das in diesem Look wirklich richtig cool. Es erinnert wirklich an ältere Zeiten, aber genau das ist ja wieder voll im Trend. Eben dieses Retro-Feeling, gerade auch das Licht warmweiß ist besonders schön und dass das hier noch mal wieder gespiegelt wird von dem Spiegel, der im oberen Teil dieser Lampe verbaut ist. Das ist schon sehr clever gemacht. Die guten alten Zeiten. Ja, die guten alten Zeiten kommen wieder. Früher war alles schöner. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber bestimmt vieles, genau wie diese Lampe. Und gerade in Bronze sieht natürlich schön aus. Die NX 1411 und die 569, die Bestellnummer. Oh ja, jetzt haben wir was Praktisches, damit Sie auch mal richtig gut Plätzchen backen können. Ja. Es schlägt wieder 15. Was Küchenmäßiges wollte ich natürlich auch mit reinbringen. Das wissen unsere Kunden immer sehr zu schätzen, wenn wir alles an Utensilien für die Küche auch mal in den Sendungen zeigen. Besonders für gerade mal 15 Euro. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Ein Handrührer gehört für mich persönlich in jede Küche mit hinein. Und ich habe überlegt, welchen Küchenartikel packe ich denn rein in diese Sendung? Wir haben ja unterschiedlichste. Da fiel mir ein, dass uns Diana ja schon seit Monaten mittlerweile... Seit Jahren. Eigentlich einen Kuchen Jahren, verspricht. Aber vor einem Jahr, ich habe irgendwie... Du hast das mal angedeutet. Das war so eine Demo-Version. Ja, weißt du? Und jetzt musst du
abonnieren. Und also dann ich würde auch Zimtschnecken nehmen. Zimtschnecken oder jetzt, ja. Du hast eben angesprochen, bald fangen jetzt auch schon wieder die Plätzchengeschichten ja. und so weiter an. Und da brauchst du einfach mal einen vernünftigen Handrührer. Der gehört als Standardartikel in jede Küche wie eine Kaffeemaschine oder wie einen Toaster. Und da kannst du mitunter gerne mal 25, 30 Euro für locker, so ein Billigteil ja. irgendwo im Supermarkt oder was ja. ausgeben. Hier bekommst du Top-Qualität von uns für gerade mal 15 Euro. Natürlich mit ein bisschen Zubehör dabei. Das ist ein Handrührer mit zwei verschiedenen Haken. Einmal mit diesen Rühraufsätzen mhm. und dann noch zusätzlich mit diesen Knethaken, den man natürlich super gebrauchen kann. Und ich sag mal, gerade auch das, was ich so aus dem Bekannten- und Freundeskreis höre, da wird auch neuerdings gerne mal wieder Brot selber gebacken. Oh, ja, das ja, ist nicht so einfach super. Ordinäres Weißbrot. Ohne Gluten jetzt kannst du machen. Glutenfrei. Bananenbrot. Und in Hefe ja. kannst du das auch machen. Ich merke schon, ich renne bei euch offene Türen ein, was? Ja, ja. Ich ja, wünsche mir auch so sehr, meine dass Mama Diana macht. Mal wieder was backt. Weil ich kann das ui, nicht ui, so gut. Diese Diana. Ja, ja, ich höre Zustimmung aus so allen Bereichen des Studios. Also. Ehrlich zu sein, ich helfe dir auch. Ich komme zu dir und leck dann diese Teile ab. Ja, das ist das Einzige, was kann sie machen. Aber ich glaube, jeder hat das als Kind gemacht. Ne? Diesen immer. Teig und die Schüssel. Natürlich. Oder Creme bei Mama. Also wirklich sehr, sehr cool für 15 Euro dazu. Ich muss sagen, okay, mit solchen guten Geräten kannst du natürlich dann backen. Weil ich weiß nicht, ich kenne Menschen, die machen das zum Beispiel mit Hand. Der Hand. Boah. Kannst du vergessen. Ja, du kannst natürlich auch so eine, auch du kannst auch so eine ja, Küchenmaschine kaufen. Da gibt es so eine namhafte, die kostet, glaube ich, mittlerweile, was habe ich gesehen? Oh, ja. 700 Euro, 800 Euro ich, oder was? Ja. Kriegst du in 10 verschiedenen Farben? Ich habe solche Maschine als Geschenk gekriegt, aber das ist so eine große Maschine, liegt im Keller. Das ist meine Cousine übrigens, hat mir geschenkt. Und dann immer, wenn ich möchte backen, das bedeutet, ich muss zur Keller gehen, das Maschine auspacken. Boah, wie umständlich. Aber hier, ja. sowas liegt einfach im Schublade und kannst du das, und das ich glaube, diese ja. Vorbereitung ja. geht länger als, ja. als das ist auch abschreckend, das hält davon ab zu backen, ja. wenn man erstmal weiß, man muss erstmal wieder in den Keller runtergehen. Aber hier einfach mal aus der Schublade holen, gerade auch für Waffeln an einem Sonntag mit schön Vanilleeis oh, und ein bisschen lecker. Heißen Kirschen drüber oder so. Je nachdem. Ja, Winterzeit ist Zeit der Sünde, oder? Da ja, muss man, da ist also alles da das, was irgendwie und dann fettig und süß ist. Essenzeit. Ja. Nee, weißt du, was bei mir immer so der Monika, lecken das alles. Wisst ihr, was bei mir der Weckruf war, in die Küche zu laufen, wenn meine Mutter fertig war? Dieses Geräusch, wenn dieser Rührbesen ja. in dieser Plastikschüssel. Ja. Brrr, brrr. Ja, da musst du mal sagen, bald ist der Teig fertig. Ja, du hast recht. Das weckt auch wieder alte Erinnerungen, da wären wir wieder. Bei Pearl.de wären wir bei 30 Euro, finde ich auch schon einen super Preis. Aber jetzt für 15 Euro hat Carsten sich echt mal ein Zeug gelegt. Gerade hier eben auch mit den 5 Geschwindigkeitsstufen plus Turbo und eben diesen Rühraufsätzen oder auch diesen Knethaken ist das echt ein super perfekt. Preis. Ja. Die NX 8560 und die 569, die Bestellnummer. Und jetzt haben wir auch noch was richtig Cooles. Was man auf jeden Fall auch zu Hause haben sollte, schlägt nochmal 15. Jetzt kommt der Aha-Effekt, ganz genau. Ich habe Diana gesagt, lass es bitte so, wie es ist. Falls nichts an. Diana neigt immer dazu, die ganzen Stecker immer reinzustecken. Ich sage, lass es. Ich habe einen gewissen Aha-Effekt. Ja? Haben Sie vielleicht gehört, wenn Sie schon was länger bei Pearl TV zuschauen? Ich habe diesen Aha-Effekt eben mal ausprobiert. Und das ist dann doch etwas lauter geworden, als ich das eigentlich dachte. Okay, um was geht's? Ich möchte den jetzt kennenlernen. Ja, es geht um Stereo-Box. Halt dich fest, aber halt dich fest, okay? Ja. Okay. Ihr nehmt mich gar nicht ernst, habe ich das Gefühl. Doch. Jetzt pass auf. So. Es geht also um dieses Pärchen Boxen, nicht um den Laptop, den brauche ich einfach nur als Abspielmedium. Denn viele haben das Problem, dass gerade so ein Laptop jetzt hier schon eingebaute Boxen hat, auch ein Rechner mitunter mal eingebaute Boxen. Ja, ist ja alles schön und gut, aber das Klangerlebnis ist bei solchen eingebauten Boxen eher mäßig. Ja. So, ja, so. Und deswegen möchte ich Ihnen ganz gerne mal dieses Stereo-Lautsprecher-Pärchen hier anbieten. Wird ganz einfach nur mit einem USB-Anschluss verbunden und das Ganze dann eben mit dem Kopfhörerausgang über Klinke. Und jetzt machen wir mal den Unterschied. Und jetzt kommt es. Jetzt Aha-Effekt. Jetzt pass auf, so. Jetzt machen wir erstmal den Laptop an. Ja, das ist schon. Nun lass den Amanda erstmal singen. Das ist nicht leise, also ist okay. Das ist mein Laptop, ich glaube, klingt genauso. Ich höre das kaum. Das ist ungefähr eine Blechbüchse, klingt ungefähr ähnlich. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der eigentliche Effekt. Ihr habt diesen Sound noch im Ohr. Ja, jetzt pass auf, jetzt schließe ich mal das Boxenpaar an.
Aha. Und das haben Sie vielleicht eben in einer anderen Sendung schon mal gehört. Ja, das ist Wow-Effekt. Jetzt pass auf. Boah, mit Bass. Ist das ein Aha-Effekt oder ist das keiner? Aha, ja? Überzeugt. So, das ist nämlich genau der Unterschied zwischen den eingebauten Boxen, die aufgrund der Bauart des Gerätes keinen wirklichen Platz mehr für Resonanzraum haben, hin zu diesem Stereo-Boxenpaar. Wir reden auch von Stereo. Das Kabel ist lang genug, dass du mal einen Meter rechts, einen anderen Meter links hinstellen kannst. Lautstärke lässt sich einstellen, USB-Stromversorgung über das Gerät selber. Ansonsten einfach nur die 300 mm Klinke rein. Und genießt. Ist auch mal super, wenn du mal einen Film schauen möchtest oder eben mal neben dem Arbeiten oder was ein bisschen Musik hören willst. Eine coole Angelegenheit. Viele verbinden das auch gerne mal mit einem Fernseher. Wäre theoretisch gesehen auch möglich. Eine super so eine Art Soundbar. Ja, für 15 Euro ist das wirklich jetzt ein super Preis, ein super Deal für Sie. Diesen aktiven Stereo-Lautsprecher können Sie gerne bestellen mit der ZX1650 und der 569. Und dieser Aha-Effekt, der war wirklich wahnsinnig. Geht aber beeindruckend. Ja, Carsten kratzt sich auch gerade schon. Das hat was mit unserem nächsten Artikel zu Test. Tun. Ah, okay. Es schlägt Nummer 15. Jetzt sind wir beim Preisalarm angekommen und Sie wissen, der Preisalarm ist immer ein ganz besonderer Artikel in unserer Sendung. Preislich unglaublich interessant. Und ich stehe letztens im Drogeriemarkt. Ich habe nach irgendwas anderem gesucht und laufe so an diesem Regal vorbei, so mit Herrenartikel und so weiter. Da habe ich auch Rasierer gesehen. So Standardmarke aus dem benachbarten Ausland sozusagen. Da werden sie ja gerne mal hergestellt. Ja. Kostet so ein vergleichbarer Rasierer um die, ich meine, 70 Euro. Ja, normal. Ja, so mit allem drum und dran. Sicherlich gute Rasierer. Ich habe also diese Marke seit vielen Jahren oder selber auch mal benutzt. Aber dieser hier steht, dem würde ich gar nichts nach, nur dass der hier gerade mal 15 Euro kostet. Das Besondere an diesem Rasierer sind diese 3D-Scherköpfe. Und ich hoffe, Sie können das mal erkennen. Denn die passen sich ganz hervorragend der Gesichtskonturen an. Das heißt, die sind alle einzeln gelagert. Oh, wow. Und dementsprechend ist das nicht einfach nur eine Fläche wie bei vielen anderen Rasierern, sondern hier, mal gucken, ob man das am besten zeigen kann. Sehen Sie das? Ja. Diese Bewegung jetzt hier. Das ist Spitzenklasse. Da kommst du eben auch mal als Mann an Stellen ran, die ein bisschen schwierig zu erreichen sind. Mal unter der Nase, unterm Kinn und so weiter. Im Wangenknochenbereich kommst du schwierig dran normalerweise. Ja. Alles mit drin, sogar ein entsprechender Kantentrimmer, um die Koteletten ein bisschen in Form zu bringen. Und großartig natürlich auch die Akkuleistung. Satte 200 Minuten. Das sind roundabout ungefähr 3,5 Stunden. Ja, ich rasiere mich ungefähr 2 bis 3 Minuten, dann bin ich an sich fertig damit. Das heißt, du kannst auch mal eine Woche oder 2 Urlaub mit einer Akkuladung super durchhalten. Genial ist das Reinigen eines solchen Rasierers. Viele Männer kennen das, bei einem Trockenrasierer hast du immer das Problem, dass du mit so einem kleinen Pinselchen immer versuchen musst, diese kleinen Barthaare aus dieser Bartfangkammer rauszubekommen. Das entfällt natürlich hier völlig, weil das gute Stück wasserdicht ist. Das heißt nicht, dass sie sich unter der Dusche rasieren sollten, das habe ich in 40 Jahren, die ich mich jetzt rasiere, ungefähr noch nie gemacht. Aber wenn ich fertig bin mit dem Rasieren, mache ich einfach das warme Wasser an oder heiß Wasser an, halte den Rasierer kurz drunter und lege den zum Trocknen wieder aufs Waschbecken oder in den Schrank. Am nächsten Morgen ist er trocken, sauber und wieder einsatzbereit. Geht mit dem natürlich auch. Und der Grund, warum ich eben so gemacht habe, war der Test. Teste mal. Ah, ich merke gar nichts. Gar nichts. Aber rasierst du dich jeden Tag? Ja, ja, klar. Wirklich? Ja, ja. Ich bin 52. Weißt du, wie ich aussehe, wenn ich mich rasiere? Nein. Wie ein Waldschrat. Ich habe dich noch nie gesehen. Ich würde das gerne mal sehen. Aber bei dir auch. Deine Nägel sehen immer so perfekt aus. Ja, du bist immer top gepflegt. Von den Schuhen bis zur Haarspitze. Wirklich? Wirklich. Alles tipptopp. Wenn ich... Lass die Ladies mal ausreden. Ist schon okay. Wir haben uns heute Morgen Beauty-Tipps von dir geholt für die Hände. Du bist wirklich sehr schöner Mann. Und die Zähne. Ich habe Pläne, was den Bart betrifft. Wenn mal irgendwann die Haare da oben grau geworden sind. Aha. Und ich warte drauf. Ja, mit 52 ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bald... Nee, ist keine Farbe drin. Das ist Natur. Das ist Natur. Das ist Straßenköterblond, ist Natur. Da ist seit Jahren keine Farbe mehr drin. Wenn die mal grau werden und sie werden langsam grau, habe ich einen Bart. Lass ich mir im Bart stehen. Im Moment, mein Bart ist weiß-grau. Das sieht nicht aus zu blonden Haaren. Nein. Na klar. Ja, ich stelle mir das richtig schön vor. Ja. Aber das wird ja stehen. Aber auch wenn man einen Bart hat, sollte man ihn pflegen. Hier haben Sie ja auch noch den Trimmer mit dabei. Dann können Sie den auch, wenn Sie Bart tragen, einfach mal wieder trimmen und einfach die Konturen reinbringen. Ja. Also, ich werde sterben. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Bart gehabt. Wenn ich den mal eine Woche stehen lasse.
Ich bin schon richtig gespannt. Möchte das miterleben. So, erstmal die Bestellnummer für Sie. Es war der Preisalarm, deshalb bitte nur einmal pro Besteller zugreifen. Aber auch eine super Geschenkidee. Sieht auch richtig toll noch aus. Die ZX 82, 67 und die 569. Und jetzt haben wir ein Vierer-Set für Sie. Es schlägt nochmal 15. Vier Stück plus Fernbedienung von etwas, was ich selber zu Hause nutze und es absolut gigantisch finde. Die Rede ist von sogenannten Funksteckdosen. Sie werden Steckdosen im Haushalt haben, ihr werdet Steckdosen im Haushalt haben. Ja. Ja. Die befinden sich in der Regel irgendwo da, wo sie häufig schlecht zu erreichen sind. Oh ja, hinter dem Couch. In der Küche geht's noch, aber im Wohnzimmer, hinter der Couch, hinterm Schrank, irgendwo da, wo eine Vase davor steht oder wo man irgendwas wegrücken muss, um da irgendwas reinzupacken. Und gerade das Thema mit dem Standby-Strom ist natürlich auch in dieser Phase immer noch brandaktuell. Unabhängig davon möchte man eben manchmal einfach nur Geräte ein- oder ausschalten, die vielleicht auch gar nicht ein- oder auszuschalten sind. Die Rede ist da gerne mal bei den Mädels hier von diesen Lockenstäben und dergleichen. Ich glaube, die können entweder eingesteckt rein und an oder Stecker raus und aus. Ja, das ist gefährlich. Ja, so. Aber jedes Mal einen Stecker ziehen, jedes Mal unter den Schreibtisch krabbeln, ist auch eine blöde Angelegenheit. Diese hier machst du ganz einfach als Adapterlösung quasi in die Steckdose rein. Du siehst, vorne hast du eine weitere Steckdose, das heißt, du besetzt die Steckdose nicht. Im Gegenteil, du kannst mit der Fernbedienung jederzeit den Strom zu- bzw. abschalten. Das heißt, sie können die Steckdose ans Netz nehmen, dass Strom fließt bei dem Gerät, was sie eingesteckt haben. Oder aber sie sagen, diese Steckdose bleibt bitte komplett stromfrei. Und das macht es natürlich noch einfacher. Diana hat die Fernbedienung in der Hand. Mhm. Die sind entsprechend beschriftet mit 1, 2, 3, 4. Und die gleiche Beschriftung finden Sie auf der Fernbedienung, sodass Sie ganz einfach, oder all. All. Ja. Also alle all gleichzeitig. On, all off. All on, all off. Ich finde das richtig toll mit der Fernbedienung. Gerade eben für schwer zugängliche Stellen, aber auch, weil man einfach vielleicht auch ein bisschen bequem ist. Und dann kann man einfach hier vom Sofa aus alles anschalten, so ein blöder alles Drucker. Ausschalten. Ja, du hast unterm Schreibtisch hast du so eine Leiste, so eine Fünffachleiste oder sowas, und da sind alle Geräte eingesteckt. Und jedes Mal, wenn du den Drucker von mir aus mal benutzt, alle drei Wochen mal oder so, krabbelst du immer unter den Schreibtisch und packst den Stecker rein, weil du sonst die ganze Zeit Standby-Strom hast. Lass das, pack dir die Dose da dran hier oder was und mach den ganz einfach bequem mit der Fernbedienung. Mhm. Übrigens mit 30 Meter Reichweite, die können Sie vom Parkplatz aus schon anschalten, wenn Sie so wollen. Ja. Und dann hast du das Problem mit der blöden, lästigen Steckerzieherei nicht mehr unbedingt. Und das Sofa wegziehen, nur weil du mal einen Stecker aus der Wand nehmen möchtest, entfällt damit auch. Also eine sehr praktische Angelegenheit, 4 Stück plus Fernbedienung für 15 Euro. Das schaffen die Kollegen von Pöll nicht ganz so günstig. Nee, wir haben den Preis halbiert für Sie. Bei Pöll.de wären wir nämlich bei 30 Euro. Also es ist immer clever, hier unsere 15-15-Show zu schauen. Sie dürfen dieses Vierer-Set gerne jetzt auch wieder bis zu 5-mal bestellen. Gerade auch jetzt in der Vorweihnachtszeit bei diesen ganzen Lichterketten und Beleuchtung. Auch mal klasse, dass man die einfach mit der Fernbedienung ein- oder ausschalten kann. Der Weihnachtsbaum, hast du immer die ganzen Nadeln im Rücken hängen. Stimmt, den Weihnachtsbaum, den muss man sonst immer verrücken. Ja, du hast recht. Und dann ist er auch wieder kahl. Also hiermit passiert das nicht mehr. Die PX 2939 und die 569, die Bestellnummer. Und jetzt haben wir noch was richtig Tolles. Braucht auf jeden Fall auch jeder. Gerade auch sehr aktuell. Es schlägt nochmal 15. Die Mädels sind nur am Schnacken da hinten. Ja? Diana schafft es so gerade auf ihre Startposition. Wenn Frauen untereinander sind. Die haben sich bestimmt gerade über das Wetter unterhalten. Sitzt der Teufel in der Ecke und lernt. Ja. Nein, anderes Thema. Ihr habt euch über das Wetter unterhalten, oder? Immer. Ja. Wetter und... Und wie warm und kalt es ist. Richtig, immer. Zwei Themen haben unsere Mädels. Wetter und Männer. Ja, das stimmt. So, wir reden über das Wetter. Nein. Und Essen. Wetter und Essen. Essen kommt auch ab und zu dazu. So, aber ja, Wetter ist ein Thema. Ja? Männer auch. Hör mal, wir haben es heute gefühlt, weiß ich nicht, 16 Grad oder so. Ja. Ja, gestern hatten wir es 2 Grad über Null hier in Dassel. Ja? Also kein Mensch weiß mehr so wirklich, was ist denn jetzt eigentlich, worauf stelle ich mich denn jetzt eigentlich ein? Und damit du es ganz einfach genauer weißt, als beispielsweise das bei einer Wettervorhersage überhaupt abzulesen ist, gerade bei den Nachrichten und so weiter, das ist ja immer die Großstädte oder Regionen, aber eigentlich nie so wirklich die Position, wo du eben zu Hause bist, brauchst du eine vernünftige Wetterstation. Eine, die dir innen wie außen Temperatur
und Luftfeuchte anzeigt, dass du ganz einfach morgens mal beim Blick, bevor du die Nase rausstreckst, mal sehen kannst, nehme ich mir mal ein Pulloverchen mit, ja, oder ziehe ich mir heute mal ein T-Shirt an, geschlossene Schuhe, winterfeste oder wetterfeste Schuhe oder was. Kannst du da super ablesen. Gefällt mir besonders gut das Modell, deswegen habe ich es auch gewählt, weil das diesen schönen, ja, diese Pinienholzlook am Rand hat. Wie ein Bilderrahmen. Wie ein Passepartout. Sehr schön, oder? Aussieht. Ja. Natürlich mit Weckerfunktion, mit Uhrzeit und so weiter, übrigens funkgesteuert, das heißt also immer die sekundengenaue Uhrzeit, mit Außensensor, das heißt hier 60 Meter Reichweite, bitte in einen schattigen Bereich Ihres Hauses, Ihrer Wohnung platzieren, sodass Sie da immer genau sehen können, was ist da draußen Sache. Oben links im Bild ist nochmal so eine kleine Grafik zu sehen. Da sehen wir eine schöne Sonne und ein paar glitzekleine Wölkchen. Das ist der Wettertrend. Ja, auch cool. Also die Prognose, ne? Ja, gestern Morgen bin ich aufgestanden. Ich konnte bis auf die andere Hauswand nicht gucken. So neblig war das. Ja, stimmt. Ja, es war kalt, es war neblig, es war nass und ich dachte mir, geht. Und heute Morgen Sonne? Pass auf, eine Stunde oder zwei später, als ich zur Arbeit gefahren bin hier, bin ich wie aus einem Tunnel rausgefahren, aus diesem Nebel raus, Bombs, strahlender Sonnenschein, ein wunderschöner Herbsttag. Hätte ich im Leben nicht mitgerechnet, dass sich das hinter dem Nebel verbirgt. Mhm. Diese Wetterstation sagt dir das, die zeigt dir ganz klar den Wettertrend an. Über den Luftdruck und dergleichen kann die Station das hervorragend ermitteln. Und damit sind sie immer auf der sicheren Seite. Das heißt, nur wenn es jetzt morgens schön ist, heißt es ja nicht, dass es nachmittags nicht noch regnen wird. Damit wissen sie es ganz genau. Das Ganze ist batteriebetrieben, dementsprechend leicht einzusetzen, hat einen kleinen Aufsteller hinten dran. Und der Außensensor ist auch noch mit Batterie betrieben, hält ewig, ja, und gibt Ihnen zuverlässig eben nicht nur die aktuelle Temperatur und die Luftfeuchte, sondern eben auch den aktuellen Wettertrend mit Uhrzeit, mit Weckerfunktion, mit Snooze-Taste. Sehr wichtig. Zum Weiterschlummern, um nochmal rumzudrehen und so weiter. Also an sich für den Nachttisch perfekt, finde ich. Finde ich auch. Und Sie sehen auch noch, wann Sie zum Werwolf werden. Die Mondphase ist nämlich auch mit dabei. Finde ich auch immer sehr, sehr wichtig. Aber das hat Carsten hervorragend rausgesucht. Ist bald wieder morgen, ist wieder Vollmond. Wenn wir einer der größten dieses Jahr. Der hellste und der größte Vollmond in diesem Jahr. 33 Euro bei Pearl.de, regulär schon Spitzenpreis, gerade eben auch mit diesem tollen Holzbilderrahmen oder Rahmen eher gesagt, aber jetzt für 15 Euro wirklich super, vielleicht auch mal eine tolle Geschenkidee, denn jeder muss ja wissen, wie man sich anziehen sollte oder wie das Wetter wird, finde ich einfach nur toll, gerade auch auf dem Nachttisch platziert. ZX7450 und die 569, die Bestellnummer, aber damit Sie es auch wirklich richtig exakt hinstellen können, haben wir jetzt noch was Passendes für Sie, es steckt nochmal 15. Früher zur Schulzeit, ich erinnere mich noch vage an diese Zeit, musstest du einen Winkel mit Hilfe eines Geodreiecks ermitteln. Wann war das denn? Ach Gott, das war vor drei Leben, glaube ich. Ja, so. Also normalerweise musst du also das Ganze mit dem Geodreieck oder so, wenn du mal einen Winkel einstellen willst. Gutes Beispiel, bei einer Photovoltaikanlage. Du möchtest jetzt deine Solarpanel nicht einfach nur platt an der Hauswand platzieren, du möchtest sie im 35-Grad-Winkel von der Wand abstehen lassen, damit die Sonne ideal drauf passt. Würde ich gerne. Wie macht man das? Ungefähr so. Ja, nein. Sie brauchen einen vernünftigen Winkelmesser und genau den bekommen Sie jetzt von uns. Und zwar im digitalen Bereich. Und der zeigt Ihnen den Winkel, den Sie gerade messen, entsprechend an. Übrigens mit Hold-Funktion. Sie sehen das, das geht also wirklich auf die zweite Kommastelle genau im digitalen Bereich. Anders als mit einer Wasserwaage, wo du ja auch mitunter mal über diese Luftblase da mal 45 oder 90 Grad ermitteln kannst. Moment. Ist aber eher etwas unpräzise. Man kennt das auch bei einem Verlauf von so einer Dachrinne. Die braucht ja auch ein gewisses Gefälle, sonst wird das Wasser nicht abfließen. Stimmt. Und wenn du da zu viel machst oder zu wenig, kann es dann eben fatale Folgen haben. Solarpanel ist ein Thema beim Verlegen von Fliesen und dergleichen, beim Bildaufhängen, um mal praktische, alltagsnahe Situationen zu kreieren, möchtest du einfach wissen, bin ich jetzt in der Waage, zack, oder bin ich es eben nicht. Das Ding zeigt es dir an, in digitaler Form. Übrigens nicht nur, was den Winkel angeht, du kannst auch prozentual die Steigung anzeigen lassen. Du kannst auch auf Inch und Zoll und so weiter umschalten, wenn du mit englischen Systemen arbeitest. Aber ich glaube, das Grad, also der Winkel, der Grad des Winkels oder vielleicht auch die prozentuale Steigerung ist durchaus interessant. Magnetisch übrigens lässt sich gerade bei magnetischen Flächen jederzeit ganz einfach anbringen. Und Diana ist einigermaßen in ihrer Mitte. Ja. Naja. Ein bisschen schepp ist es schon, oder? Ich will gar nicht. Wie viel steht da? Das ist bauartbedingt. Leichte Toleranzen sind durchaus erwünscht.
So, aber daran siehst du mal, wie präzise der arbeitet. Ihr konzentrierter Blick ist auch süß. Seid kompakt, passt mal in jede Arbeitshose oder mal in die Hosentasche und sagt ihm präzise, was ist hier Sache. Ja? Braucht jeder Haushalt auf jeden Fall, gerade wenn man irgendwas hinhängen möchte, irgendwas ausrichten möchte, die Solarpanel exakt ausrichten im Winkel, ist das wirklich super mit unserem digitalen Winkelmesser für nur 15 Euro. Sie bestellen ihn gerne mit der ZX7324 und der 569 und dann ist wirklich alles richtig toll. Gerade Carsten hat uns nochmal Beleuchtung mitgebracht. Ich würde sagen, wir schauen uns die direkt an. Ich leg das letzte Mal 15. Das hier hat ja, entschuldigt, Beleuchtung ist ein Thema. Beleuchtung ist auch mein richtiges Thema. Übrigens, die, die Sturmlampe, die wir eben hatten, ist sie eingeschaltet? No. Moment. Zack. Guck mal hier. Kriegst du eine? Oh, und die andere noch eine. Dann werde ich quasi von Lampen flankiert. Die Sturmlampe zu Beginn ist nicht wind- und wetterfest. Die ist mehr so für den Innenbereich gedacht. Mhm. Diese Lampen, die wir Ihnen jetzt zeigen, übrigens als Zweier-Set, Sie bekommen zwei Stück von uns, ist wind- und wetterfest. Bitte nicht im strömenden Regen stehen lassen oder bei minus 28 Grad oder sowas, aber bei normalen feuchten Wetterbedingungen, wie wir sie jetzt gerade in den Herbst-Winter hinein häufiger mal vorfinden, kann die auch gerne mal draußen stehen bleiben. Das sollte sie auch tun, denn du hast im oberen Teil, und das ist der Grund, warum ich sie so großartig finde, ein Solarpanel verbaut, musst also keine Batterien reinpacken und du brauchst keinen Akku zu laden, der dauernd leer ist oder sowas, alles die Sonne. Beziehungsweise das Tageslicht übernimmt die Stromzufuhr zum Gerät. Schön groß, finde ich. Und das ist, random. Ja, so, schön groß, vor allem ist nicht so winzig klein, gerade für den Außenbereich. Mal so als Eingangsbeleuchtung finde ich die sehr schön. Ja. So Treppenaufgang, zwei, drei Stufen. Dann hast du die Eingangstür, schätze, eine rechts, eine links. Ja, so hast du dir noch ein schönes, einfach, schön geschnittenes Buchsbäumchen irgendwo stehen, dann sieht das einfach klasse aus. Sieht sehr schön aus. Und es ist wieder ein bisschen retro. Ich bin so 90er heute, oder? Ja. Weil du weißt, das ist jetzt Retro wirklich im Trend. Also wir lieben Retro, aber immer noch, das ist super modern und super Klassiker, würde ich auch sagen. Ja. Also sieht sehr gut aus für draußen, wahrscheinlich einfach für Fensterbank. Und ich bin wirklich begeistert, wir sind beim Zweier-Set für 15 Euro. Ja. Ich sehe das auf jeden Fall mit zwei Stück. Wahrscheinlich, das kann auch eine auf dem Boden sein, auf dem Tisch, Fensterbank, einfach beim Eingangstür und so weiter. 24 Euro bei pearl.de. Für eine. Für eine. Ja, ja. Und jetzt, Sie haben Möglichkeit, zwei Stück für 15 Euro kaufen. Also eine geschenkt und Sie sparen trotzdem noch bei einer richtig viel. Ja. Bei 15 Euro jetzt ETV-Sonderpreis für diese zwei tollen Laternen. Also Sie merken schon, dieser Preis ist fantastisch. Der ist sogar fast unbegreiflich. Deshalb seien Sie schnell beim Bestellen. Sie dürfen aber auch gerne hier wieder bis zu 5-mal bestellen. Und ich finde, gerade jetzt in dieser dunklen, kalten, nassen Jahreszeit braucht man Beleuchtung. Und ich finde es toll, dass du uns nochmal Beleuchtung mitgebracht hast. Hebt die Gemüter ganz einfach. Es ist permanent dunkel. Ja, es ist dunkel, wenn ich morgens aufstehe. Es ist dunkel, wenn ich abends nach Hause komme. Ja. Ja. Es ist dunkel, wenn ich die Augen zumache. Wenn ich die Rollade runterlasse, wenn die Augen zu machen, ist das dunkel. Ständig dunkel. Carsten hat aber schon recht, das geht einem ein bisschen auf die Nerven. Furchtbar, es geht einem so richtig auf den Pin. Ja? Ja. So, und wir sind gerade am Beginn der dunklen Jahreszeit. Sonnenwende ist erst wieder, ich meine, um den 20. Dezember rum, oder? 20., 21. Dezember werden die Tage wieder länger. Ja. Aber es dauert, bis sie lang genug sind, dass wir uns besser fühlen. So, deswegen Beleuchtung, wann immer es geht und wo immer es geht, hier gerne auch im Außen mit einem Zweierset für 15 Euro. Ist ein unglaublich beliebter Artikel. Greift's zu, Leute. Die Bestellnummer, die NX8341 und die 569. Also Carsten hat richtig tolle Produkte rausgesucht. Jetzt sind Sie dran. Viel Freude beim Bestellen.